Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Wild West 16-fach. Und in der letzten Folge, kurz vor Schluss, haben wir uns nochmal eben so eine kleine Ölmühle gegönnt. Und jetzt wisst ihr, was kommt. Tine McCracken ist am Stizzle und muss Deko legen. Also, wir brauchen dann erstmal das hier. Wie finde ich das mit dem Gras? Nicht so gut. Lass mal weg. So. Hier zwischen denken wir uns wieder was Feines aus. Das heißt, hier machen wir das erstmal weg. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Hier drum. Falsch. So ein bisschen. Ach, habe ich hier vorne auch falsch gemacht. Der eine oder andere von euch schon geschrien. Nein, was tut er? Was tut er? Das hier auch falsch, ne? Na gut. Ah, die Zuckerrübenschnitzelanlage, die ist ein bisschen was Besonderes, ne? Die darf so ein bisschen anders sein als alle anderen. So, hier machen wir das auch noch mal so. Dann müssen wir ja hier auch, das muss ja dann weiß sein, weil wir fahren ja hier rein. Müssen wir gleich mal einfahren, das Ganze. Wir fahren aber hier wieder raus. Das ist ja der Track. So, da ist aber, das ist so ein bisschen schon kaputti. McSchmutti. So, immer aufhören mit der Reimerei hier. Ja. Ja, das ist so ein bisschen, ihr wisst, was ich damit sagen will. Hier vor möchte ich eigentlich, wisst ihr was, das machen wir nicht. Hier vor ist so ein bisschen, hier muss ja ein bisschen Platz sein für die. Das ist schon wieder weggemacht, was ich gerade gemacht habe. Trotzdem, hier fahren die so zum Teil. Ach, das war jetzt zu groß, ne? Doof aus. Wisst ihr was? Dann machen wir das hier weg. Machen wir es so. Das ist okay. Zack. Ich fette einen großen Baum. Der wächst hier schon halb in die Spinnerei rein. Aber dann ist das hier so ein bisschen. Könnt ihr das nachvollziehen, was ich hier so. Was mir so vorschwebt? Ich habe auch den Tipp bekommen, dass es Sinn macht, dass ich, wo ich Büsche setze, immer noch mal vorher Gras male. Und der Tipp ist auf jeden Fall super gewesen. So sieht das nämlich echt ganz, ganz ordentlich aus, so, ne? Oder nochmal einen anderen. So vielleicht. Cool. Cool, cool, cool. Dann müssen wir mal ganz schnell zu den Kollegen hier gehen. Und die müssen einen neuen. Achso, das müssen wir erstmal einfahren, ne? Mach mal sofort. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin, du bist angekommen bei Weizen. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Dann kannst du hier mal ein bisschen düngen. Hier machen wir schon mal wieder einen Cosplay-Mode an. Diesmal den richtigen. Muss berechnen. Erster Wegpunkt. Und wir brauchen irgendeinen Trecker. Ah, du bist gut. Komm her. Ist ja schon genau da, wo wir hinwollen. So, hier die Ecke. Hier muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Das machen wir gleich nochmal. Hier, das ist mir zu clean. Alles, aber hier, schaut mal, das ist schon schön geworden. Das ist schon schön geworden. Und die Idee ist jetzt, tatsächlich hier lang zu fahren. Von hier hin.
So. Und dann hier wieder rauszufahren. Dann müsste das eigentlich passen. So, den Punkt ziehen wir gleich nochmal ein ganz kleines Stückchen nach hinten. Und dann so. So, jetzt fahren wir den ein bisschen vor. Oh oh. Der. Hier müssen wir noch ein bisschen was machen. Hier fahren wir mal. Oh oh, den wollte ich nicht. Den hier. So. Dann so ein bisschen so. Und dann müssen wir den noch benennen. Und dann gucken wir uns gleich mal die entsprechenden Stränge dazu an. So, Punkt benennen. Ölmühle Input. Verschieben kann ich den gleich mit irgendwem anders. So, das ist okay. Dann würde ich dich schon wieder auf die Reise schicken wollen. Kommst du hier rum? So, dann darfst du gerne weitermachen. Sorry für den kurzen Exkurs. Fahr ruhig durch mich durch. Kein Thema. So, Deko, sonstiges. Dieser Delfin, ne? Ein Meter. Was würde denn hier hinpassen? Auf jeden Fall Steine. Ist eine gute Idee. Ich bin Fan von diesem Rad nach wie vor. Und so eine kleine Bank. Wir müssen auch an die Pausen denken, unserer lieben Mitarbeiter. Tisch haben wir nicht so richtig, aber immerhin so eine Kiste. Und der ist zu groß. Auf jeden Fall so ein... Nehmen wir den hier irgendwie zwischen. Schattiges Plätzchen unterm Baum. So, dann nochmal mit den Büschen. Jetzt habe ich aus Versehen auf meinen zweiten Monitor geklickt. Entschuldigt bitte. Ja, so, ne? Und jetzt können wir mal hier so ein bisschen. Ist natürlich so ein bisschen, das bisschen platt getreten, so ein bisschen kiesig. Zwischen der Ölmühle und dem, wie findet das? Erstmal okay, oder? Sagt's mir ruhig, wenn es nicht gut ist. Das hier hat mir jetzt gerade so überhaupt nicht gefallen. Wir brauchen ja auch gar nicht diesen Bereich hier. Also da ist natürlich eine Tür. Die bleibt natürlich, aber links und rechts davon... natürlich ein bisschen auch die Zeit vorangeschritten. Diese Dessertfabrik ist von 1826. Da haben wir damals noch, als wir noch nicht Erdbeeren gesagt haben, sondern Rotnüsse, gab es die schon. Und deswegen ist die natürlich so ein bisschen... in die Natur integriert. Ach nee, oder? Grillen die da manchmal? Hier an der Stelle? Das sehe ich ja nicht so. Da muss eher was anderes hin. Nee, ich will nicht so viel Dreck hinstellen. Dreck ist immer... Also irgendwie welche Müllsachen. So ein Kinderspielplatz wäre hier auch sehr schön. Ich immer mit meinen Steinen, ne? Macht immer die ganzen Bäume auch weg. Genau, hier vor sind noch ein paar Pakete. Bank ist ein bisschen groß. Ist die kleiner? Nee. So eine olle Holzbank. Und dann müssen wir jetzt nur gucken, dass wir da wieder Büsche reinkriegen. Hat er das mir mit dem Gras noch gesagt? Hä? Hä? Hä?
Auf jeden Fall ein bisschen schöner als gerade noch. Das war gerade, als wir hier reingekommen sind, habe ich gedacht, also das sieht aber nicht gut aus. Okay. So, machen wir hier nochmal einen Screenshot von. Und wir gucken uns tatsächlich nochmal einen neuen Witz an und dann gucken wir uns die Produktionsketten der Ölmühle an. Den kann ich nicht vorlesen. Das blöde Waffeleisen funktioniert gar nicht. Geh sofort weg von meinem Laptop, Oma. Tja. Noch einen anderen vorlesen. Er zu ihr. Ein Gehirn und 500 Euro liegen auf dem Boden. Was nimmst du? Daraufhin sie, die 500 Euro. Darauf sagt er, typisch Frau, ich würde das Gehirn nehmen. Daraufhin sie, tja, jeder nimmt halt das, was er braucht. Schön umgedreht. Ölmühle. Sonnenblumenöl, Rapsöl, Olivenöl. Oh, kommt mir jetzt bitte nicht mit Oliven, ne? Raps und Sonnenblumen. Okay. Das können wir auf jeden Fall auslagern. Weil das hält sich, Öl hält sich. Also können wir das auch von Hand verkaufen. Und wir stellen jetzt mal ganz schnell, da kommt er gerade angefahren. Fährt durch seinen Chef durch. Easy. Wir müssen den beiden... Dem hier. Oh, ich habe noch das Dings ausgeblendet. Entschuldigt bitte. Das können wir in den Normalmodus. Du machst das bitte. Dann gehen wir wieder hier hin. Ölmühle Input gehört zu den Produktionen. Und da bringst du das bitte hin. Dein Kumpel. Also die beiden hier mit dem einen Drescher, das funktioniert tipptopp, ne? Das sind, die Anhänger sind gut, die arbeiten zu zweit hier. Der ist jetzt hier fast, pass mal auf, den schicken wir einfach mal los. Dann kann der schon mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Und mir fällt spontan ein, dass wir doch eigentlich, genau dich will ich dafür benutzen. Den werde ich dafür benutzen. Dass wir ja noch irgendwo Sonnenblumen rumliegen haben, die könnten wir da mal rüber schaffen. So. Wo ist eigentlich das andere Maisgebiss? Da hinten. So, passt mal auf. Habt ihr Zeit? Ein bisschen Zeit? Dann könnt ihr mir dabei zugucken, wie ich das falsche Gebiss die ganze Zeit... Das ist doch auch so ein Ding, das kann doch hier hin. Nee, da kommen wir schon wieder viel... Ich gucke jetzt mal, als würde da einer stehen. Der mit seiner Hinterachslenkung... Kann doch das absolut perfekt hier reinbringen. Und die können wir auch hintereinander stellen. Denn wenn wir eins brauchen, brauchen wir alle. So sehe ich es jetzt zumindest. Also wenn wir jetzt... das andere... Ich dachte, das steht hier. Wo ist das andere Maisgebiss? Ja, nicht. Ich hätte wetten können, dass das hier irgendwo steht. Wo ist das Maisgebiss? Was mache ich denn jetzt hier? Was ist das überhaupt für ein Menü? Okay. Wartet. Nee. Du? Da
Die Brux kann dann da auch weg zum Beispiel. Dafür, für solche Sachen, habe ich dieses Teil da noch zwischengequetscht, in Anführungsstrichen. Oh, nicht mehr viel Geld. Da müssen wir gleich mal ein bisschen Holz verkaufen. Vorsichtig mit den Zinken. Gut, dann haben wir noch eine Ölmühle. Und eine Ölmühle schön gemacht haben wir auch noch. Hinterachslenkung, ne? Ist cool. Hat eine Menge Platz. Warum habe ich denn ein Glasgebiss geholt? Oh, nee. Also, was ist jetzt hier schiefgelaufen? Das ist das Krone. Das ist das Glas. Ich habe doch kein Krone und mache da ein Glasgebiss dran. So, erstmal schnelle Rennen aus hier. Da fangen wir mal die Superstärke an. Tun es hier hin. Dann müssen wir das wieder verkaufen und uns eins von Krone holen dafür. Mist! Ich dussel. Und 20.000 Euro gekostet. Sieht aber auch blöd aus. Wahrscheinlich das gleiche Grün und so. Ach Mann! Okay. Du bist angekommen bei Hofparken. Sehr schön. Dann tank mal auf. Dann habe ich für dich wahrscheinlich was zu tun. Ja, wir haben Sonnenblumen. Ey! Du fährst zu Hofsilo Output, bringst das zu Ölmühle Input und zwar S wie Sonnenblumen. Was hast du denn? Was hast du denn dabei? Gerste. Okay, Gerste muss natürlich zur Mühle. Okay, das passt. Jojojo, immer weiter. Lass dich nicht aufhalten, ich stehe hier am Rande. Grüße mir den Händler, ne? Okay. Oh. Was hast du dabei? Gar nichts. Du hast was in die Ölmühle geschafft. Und irgendwann setzen wir uns mal, wenn wir noch mehr Fahrzeuge haben, und ich sinniere jetzt mal ganz kurz, in ein paar hundert Folgen, wenn wir uns genau irgendwo hier ein schönes, schattiges Plätzchen suchen. Und wir werden unsere 40, 50 Fahrzeuge, die hier den ganzen Tag hin und her fahren, einfach mal eine Folge lang beobachten. Und darüber uns unterhalten, was die so machen und was sie so tun und so. Guck nochmal ganz kurz. Die sind alle gut am Machen. Was ist mit euch? Du hast 50.000 eingeladen. Du bist gerade dabei einzuladen. Was ist mit den kleineren hier oben? Jawohl, jawohl. Wie sieht's denn aus? Oh, 1,4 Millionen. 1337. Sehr schön. Okay, dann hätten wir das auch wieder. Ich sag mal, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.